Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Letzten Part haben wir die Stadt Rapture, ein paar Sachen davon gesehen. Und ich hoffe, es gefällt euch diese Stadt genauso wie mir. Übrigens, schönen Samstag wünsche ich, den ihr bisher hattet. Erst was ich bemerkt habe, die Videos kommen immer so gegen 16 Uhr. Das habe ich extra so gemacht, weil. Ja, weil die meisten dann von der Arbeit nach Hause kommen oder von der Schule. Sag ich mir so, passe ich das doch mal an, nehmen wir 16 Uhr. Wenn es halt für euch zu spät ist, guckt es euch einen Tag später an. Also, mir ist es eigentlich relativ, ich lade die ja nur hoch. was ihr macht, müsst ihr wissen. Doch, dann hören wir uns das mal hier an, heute entlassen. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Ich habe gerade das Game. Ich habe übrigens das Game leiser gedreht. Weil es ziemlich laut war. Über den Soundmanager. Ja, weil das Spiel halt zu laut war. Habe ich jetzt auch gemerkt. Folgendes mache ich jetzt mal kurz. Ich übrigens das Part noch erwähnt habe. Wenn ich schneiden und so. Ja. Ich weiß auch, was ich machen muss. Ich mache erstmal den Untertitel ein. Das ist, glaube ich, unter Spiel. Untertitel Dialoge, Untertitel Grafiken. Übernehmen. So. Das ist jetzt um der. Ton wird nicht angezeigt. Hat für Gespräche und sowas. Kann das praktisch sein. So, dann drücken wir mal den Knopf. Sicherheitsalarm ausgelöst. Zutritt bis auf weiteres untersagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Der hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Pew pew. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie. Ja, sie sprechen ab und zu Englisch, wenn die Zeit weg sind. Tut mir leid! Neuer Plan! Neuer Plan, dir ins Gesicht hauen. Das Ding schießt die ganze Zeit auf mich. Es tut weh, du dummes Teil. Tom ist auf mich. Danke für den Besuch. So, dann nehmen wir jetzt mal kurz für den letzten SMG. Das ist eine Waffe, die ich eher weniger benutze. Wenn man schießen kann, danke. Ja, man kann auch die, besser mit. Wie das war das? Ich hab das vergessen. Das ist nur mit einer Taste noch Nahkampf machen konnte. Welcher weiß ich jetzt gar nicht. Verdammt. Also, ja. Oder war das nur im zweiten Teil? Ich weiß es gar nicht. Ja. Wir müssen gleich eigentlich. Moment, ich guck mal kurz auf die Karte. Ich hab die nämlich auch gar nicht gesehen. Hi. Das ist die Karte. Das ist der Zirkus der Werte. Hier sind wir. Der Pfeil. Und was ist, steht eigentlich hier rechts noch? Und ja, das ist so die Karte. Eine Sache haben wir aber noch nicht gesehen. Ich meine, die war hier. War die hier oder verwechsel ich gerade wieder den ersten mit dem zweiten? Taufing, ja. Nee, ist nicht hier. Ich wechsle gerade den ersten mit dem zweiten Teil von Bioshock. Tut mir leid. Das sollte mich vielleicht heilen. Sie haben mir
Ja, genau das meine ich mit dem Untertitel. Ist, glaube ich, besser, wenn der an ist. Halt die Augen nach Steinman offen. Dieser bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Das Spiel ist erwachsen immer noch. Und was wollte ich gerade sagen, bevor der mich unterbrochen hat? Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Gut, dass Dr. Steinman das gerade gesagt hat. Denn, Leute. Alle, die da draußen sind, die mir gerade zuschauen und zuhören, fühlt euch in eurer Haut schön und verändert nichts. Legt euch nicht in das Messer, das macht wenig Sinn. Und manchmal sieht man davon nicht gerade besser, danach nicht gerade besser aus, wie ich finde. Aber denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Aber jeder soll das machen, was er für richtig hält. Oder sie. Die Dinger, die ich hier gerade angeklickt habe, kann man nicht verschieben und die sind böse. Wenn ich die treffe, wenn ich mit der Flüssigkeit treffe, kriege ich einen elektrischen Schlag. Und nehme Schaden, logischerweise. So, Alter. Hätte ich fast übersehen. Ja. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Ich hab noch was anderes, aber es fällt mir gerade echt nicht ein. Verdammt. Das war nicht das, was ich haben wollte. Na gut, das muss da schon mal hin. So. Bin ich minderwertig, du blöde Kuh. Bin cooler als du. Ich hab Plasmide. Ach, ich will keine Beschwerden hören, dass ich schlecht schieße oder so. Ach, ich fällt's wieder ein. Ich kann auch nicht auf Kommentare eingehen, da ich gerade vorproduziere. Ich habe jetzt 4 Folgen am Stück auch so gesehen. Damit ich für euch schon mal was hochladen kann. In den nächsten paar Tagen. Ja. Nicht, weil ich hier irgendwie weg muss oder so, sondern einfach halt halber. Das ist für mich einfacher, für euch angenehmer. Ihr habt immer ein Video am Tag. Okay, so kann ich das nicht machen. Ich muss das so machen. Das ist einfach ein bisschen schneller. Also sprich, die ersten 4 Folgen nehme ich gerade heute auf. Das ist schon die zweite. Ja. Dreh dich um! Okay. Jetzt? Hallo? Ist jemand? Da kommen wir später durch. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Zieh dich an!
blockieren die den Transport. Oh, Lag. Nicht nett. Lag war nicht cool. Kaffee erhöht Eve. Einfach nur Eve. Was sonst nichts. Ja, bevor wir da lang gehen, gehen wir erstmal da runter. Wo wir hin müssen. Bevor ich das vergesse. Ja, und ich verschot. Eine Patrone. Ich will noch keine Schrot von da haben. Kriegen wir erst noch. So, ihr will. Ja, dass wir hingehen. Erstmal hacken. Das passiert, wenn man verkackt. Man kriegt die Maschine mal einen Kurzschuss. Und man kriegt auf die Nase. Ja, in dem Fall eine gezogen. Eine Zip. Das so wie es ist. Gerade nach einem so los richtig mehr ja, weil es gehört also angesummt wird Zirkus der Werte. Die Patronen dann nehmen wir noch Pistolenpatronen mit. Hier rein. Ich habe mein Auto-Hack gefunden. Erklärt sich schon selbst, was er macht. Warum bleibe ich immer hängen? Ich weiß es nicht. Ist auch nochmal was. Ach, ich bin so doof. Ich weiß auch, wo wir hin müssen. Hier links. Und dadurch. Ich bin echt verwirrend, was hier so für Sachen sind. Wir werden mir gleich ein paar Mal durchlaufen. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Blöder Sack. Klappe. Das ist Rassismus. Kommt mir bekannt vor. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Ja. Muss einen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Umut. Gott mag keine Brückeberger. Das Pleister lässt es krachen wie an Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese das in die Finger kriegst, könntest du diese verdammten Brandbomben fangen und sich wieder an den Kopf werfen. Nur sonst was wegspringt, das dir im Weg steht. Entschuldigung. Dass ich das gerade unterbrochen habe, aber ich finde das Denken ist gerade bisschen wichtiger. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Noch nicht. Muss es nur richtig machen. Ja. Okay, das hatte ich nicht gesehen. Eine Stück da. Das nicht gesehen. So, wollen wir eine E-Spritze kaufen? Nee, können wir nicht. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Ich muss mir das Plasmid-Telekinese besorgen. Das bekommen wir da drüben. Ist da jemand? Du bist leider niemand! Hallo? Stell dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Halt! Du zweifelst mein Urteil an! Minderwertige! Halt einfach die Klappe. So, wo wollen wir lang? Wir wollen darüber.
Ich meine, das gab's hier. Da habe ich den neuen Schlang gegangen bin. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um mich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Warum hört er alles, was ich höre? Oh, die kann man auch hacken. Aber ich muss einfach die hier. Ja. Nein, das ist falsch. Oh. Das wollte ich haben. Gerade ziemlich dumm, oder? Dann links, dann unten. Das wäre schön, aber falsch. Komm, alles. Dann ja, so. Fertig. So. Je mehr man diese Rohr benutzt, desto mehr Zeit hat man. Ich das Hacken beim zweiten Teil besser. Ist dynamischer, kann man noch dabei laufen. Oh. So, den verbrennen wir. Wenn er bekam, man was Cooles, wenn man den verbrannt hat. Ah, hier kostet die Light. Das ist ein Körpertunikum. Da steht, was Körpertunika machen. Will ich auch kurz erklären, das sind einfach passive Plasmide. Jetzt mehrere Sparten von halt Körpertunikum und so weiter. Was ist das? Ich will später noch richtig Kohle bekommen. Ich glaube einfach. Oh ja. Wir bekommen erst mein Lieblingsplasmid. Bevor wir Telekinese bekommen, bekommen wir eins mein Lieblingsplasmid. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Wir haben Abfackeln bekommen. Ab 12 Jahren aufwärts, wisst ihr Bescheid, ne? Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Ich mag Abfackeln. Es ist immer Spaß für die ganze Familie, wenn man das benutzt. Lass den Schrank öffnen. Bitte. Fucking haben wir auch gebraucht. Warum er das nicht gesagt hat, verstehe ich noch nicht. Ah. Sind wir da runtergekommen? Weil mit Abfackeln können wir durch das Eis. Wie ich schon sagte, hier zum Beispiel. Jetzt müssen wir halt ein bisschen rumlaufen und so uns umschauen. Ich hab sie nicht getroffen. Es war die halt. Vergnügliche Nacht. Ich hab nie Spaß dabei, Leute zu töten. Selbst in Shootern nicht. Wenn die mich halt kaputt machen wollen, mache ich die vorher kaputt. Einfach mal machen. Ja, es gibt den einen oder anderen Horrorversuch von dem Game. Hätte das nicht ausgemacht. Hast du das? Mr. Leiche. Security Expert. Ja, er steht schon dabei, was er macht. Bringt das Hacken, die Schwierigkeit hat beim Hacken von Bots und so weiter. Sieht aber auch nicht mehr frisch aus. Das heißt, man immer so langsam.
Du bist doch schon durch, krank! Wasserbrand. Wir hätten ihn jetzt auch mit Electrobolt noch beschießen können, wenn er, als er drin war. So. Das sollte man eigentlich nicht machen, wenn jemand trauert, aber. Sie hatte einen Kuchen und eine Spieldose. Meint. Also da war keine Leiche drin. Das ist im anderen Sack. Den Code hier müssen wir finden. Was ist da? Keine Respektlosigkeiten! Verbrenne. Den Besuch des Meeres ist unsere Heimat, aber er ist auch gefährlich. Jedes Leck ist ein Warnsignal. Melden Sie den Zentralrat umgehend jeglichen Wassereintritt. Ja, das wäre jetzt übrigens optional. Hier müssen wir eigentlich durch. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's den Rapture-Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schlurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann wird sich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Was für eine Petze. Also wenn ich nicht verstanden habe, da gerade über die Rohre gesprochen in Rapture, dass sie halt vereisen und man die theoretisch nur mit Abfackeln freikriegt, was ich ja gerade gemacht habe. Wir sind jetzt immer noch zugefroren, aber das überflüssige Eis ist weg. Später lohnt sich das Hacken noch richtig. Du bist hier nicht Geld. Erwünscht! Doch bin ich, siehst du doch, ich bin hier. Alisieren und Rot. So, hier kommen wir durch. In diesen Gittern. Müssen wir einfach nur hauen. Ich meine, irgendwie muss man hier reinkommen, damit man einen Wrench-Jockey bekommt. Das ist einfach mit den Schaden der Rotzange. Praktisch am Anfang. Wieder eher unbrauchbar. Wenn man dann eher die Schusswaffe benutzt. Plötzlich, wenn wir unseren Gegner anschleichen, so wie gerade, machen wir auch mehr Schaden. Also es hat sich gerade nochmal gelohnt. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Fischong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Genau das tut dieses Zeug. Damit das langsamer fließt. Dafür ist das da. Ist da. Bis das hier langsamer durch als durch die normalen Rohre. Gesehen. Gut. Den hier ist ein Safe. Wir sind immer noch schwieriger. Um einiges schwieriger. Wenn man es schon jetzt sieht. Habe ich verkackt. Theoretisch. Wollen wir noch nicht. Habe ich noch nicht. Okay, es ist. Doch schwieriger als es aussieht. Aber haben es geschafft. Das ist immer ganz viel nützlicher Stuff drin. Mann, dass die Drohne noch lebt, wundert mich. Ohne Spaß. Die sind normalerweise immer sehr schnell kaputt. Das war auch wieder optional hier. Also das, ja, jetzt müssen wir hier lang. Die Schrotflinte.
Wird so mir nicht ausmachen. Sehr lustige Waffe. Klette! Sieh dich an! Phew! Ich steh über... Hör mich nicht! Finger weg von mir! Jo. 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 Ich bin verwundert. Ich blute. Wo versteckst du dich? Versteck mich nicht, du bloß weg. Mich Alte. Ach, die Schrotflinte, sie macht Spaß. Ist doch keine Spaß, aber sie macht trotzdem Spaß. Wie kann man denn jetzt das was mit dem Chinese? Das ist schon wieder voll vergessen. So, aufkaufen übrigens. Was bringt uns das eigentlich irgendwie die Kennzeichen? Ich weiß es. Kannst du euch jetzt auch direkt erklären? Moment. Mit den Hecken können sich die Spicer nicht mehr an den Dingern heilen, die werden dadurch vergiftet. Sterben in den meisten Fällen instant, weil die Sorge nicht Leben haben, wenn die da rangehen. Zack. So, jetzt ist das so. Und dann wieder nach da. Fertig. Ja, wenn die sich halt daran heilen. Nimm die Schaden, statt geheilt zu werden. Übrigens auch ein sehr ungünstig in dem Spiel. Wenn man dadurch nur ich verliert. Ansonsten bringt das keinen Vorteil. Nee, man bekommt Eve und verliert Anime, also relativ viel Gesundheit. Hier bekommen wir Telekinese. So, das ist die Ballmaschine. Ich hab die Ballmaschine geschockt. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Telekinese. Ja, jetzt müssen wir halt ein Plasmid in die Genbank legen. Die sehen wir später auch noch. Da wir jetzt Moment abfackeln eher brauchen als Electrobolt. Legen wir das ab und nehmen die Käse mit. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. So, wie funktioniert Telekinese? Hängt halt ein Objekt. Kann es mit Rechtsklick ablegen. Wenn das Objekt fangen würde, so mir geht aus dem Weg. Gummi, auf Platz. Und können es mit Linksklick, wenn wir es wieder loslassen, zurückwerfen. Das ist halt praktisch schon mal ein Objekt heranzukommen. Und der hat einfach in die Hand und legt es vor sich hin. Jetzt wieder, wie gesagt, nicht bei Projektieren. Ich habe mit ihrer Maske getötet. Sehr gut. Und man kann auch nur den gleichen an sich ranholen. Und andere Gegenstände. Das ist ein sehr praktisches Plasmid. Oh, hier ist ein Safe. Den knacken wir allerdings erst beim nächsten Mal. Denn mein Timer hat gerade schon geklingelt. Also. Ich hoffe, es hat das Part wieder gefallen. Ihr habt wieder etwas über Witcher gelernt. Und bis zum nächsten Mal. Ach, und klickt mal hier ein paar Sachen an.
bitte was einblenden, so, oder? Also die App schon zu nutzen. Tschüss.